Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Und denen wird ihre Sportheimat gerade mal weggenommen. Wir haben keine Alternativen. Aber Gott verdammt mich, kann das, was in der Welt passiert, nicht ständig auf den Schultern unserer Kinder ausgetragen werden? Das funktioniert. Wenn ich handeln würde, ich wäre die Letzte, die nicht spenden würde. Aber vor 500 Männern habe ich Angst. 50% unseres Vereins besteht aus. Wenn ich handeln würde, ich wäre die Letzte, die nicht spenden würde. Aber vor 500 Männern habe ich Angst. 50% unseres Vereins besteht aus Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Und denen wird ihre Sportheimat gerade mal weggenommen. Wir haben keine Alternativen. Aber Gott verdammt mich, kann das, was in der Welt passiert, nicht ständig auf den Schultern unserer Kinder ausgetragen werden? Das funktioniert beim dagegen, dass wir so viele Migranten hier reinkommen.